kann ich denn jetzt hier eigentlich noch machen? Training, Training, Training ist immer gut. Sollte man zwischendurch immer mal machen, ein bisschen hochziehen. Politik, aber Diplomacy. Ich will jetzt... Was will ich denn eigentlich? Threaten another kingdom into surrendering. Jawohl. Hört sich geil an, mache ich selber. Wen will ich denn zur Aufgabe zwingen? Muss mal schauen, ob das jetzt wirklich funktioniert. Das wäre natürlich geil. Ich glaube, da gehe ich jetzt auch selber hin. Wenn ich jetzt passend ausgewählt habe. Tatsache, ich bin jetzt selber da. So. Dann kann ich dem jetzt hier sagen, Keule, Normaldiplomatie, oder ich setze, oder ich versuche halt mit etwas mehr Druck ranzugehen, ich versuche ihn in Angst zu versetzen, dann mache ich das auch einfach mal. Und Femtype Brave, Orderly Evil, Insult. Jetzt kommen nämlich diese Punkte da, so gesehen, diese Karten zustande. Die sind halt, für diese Diplomatie sind die weitaus gut. Machen wir das noch mal hier, ja, einsetzen. Und? Na, schade. Er hat's abgelehnt. Seine eigene Schuld, dann werde ich halt bald bei ihm einfallen und alles kaputt hauen. Der War Council ist auch was wieder dabei. Was? Mir ist einer abgehauen? Ich glaube, ich werde bekloppt. Was soll denn der Scheiß? Tja. Dann könnt ihr euch da schon mal gleich unten auf was Schönes gefasst machen, sobald ich hier oben mit den Hoshis fertig bin. Ich glaube, ich nehme jetzt diesmal auch eine etwas kleinere Armee mit. Obwohl, nee. Ich bin zwar angeschlagen teilweise, aber ist mir scheißegal. Ich packe jetzt hier alles ein, was da ist. Los geht das. Strategeme. So, da haben wir den Ambush. Den haben wir jetzt automatisch mit drinne. Okay. Muss ich irgendwie mal schauen, wie ich das am besten rauskriege, wie das Ding funktioniert. Die Explosion, die nehme ich jetzt einfach mal raus und nehme dafür irgendwas anderes rein. Den Lightning Speed packen wir den erstmal wieder rein. Ja. Sieht fein aus. Beginnen wir mal den Kampf. Wo habe ich den? Ach, Scheiße, das. Ich habe gerade ein kleines Problem. Der Bildschirm ist etwas am Blenden. Ich sehe gerade nicht, wo ich mich selber befinde. Ah, da bin ich. Okay. Gut, dann wollen wir mal mein Tierchen holen. Mein Elefant. Mein Kriegselefant. Hotte Hü. Dickes Vieh. Wir reißen jetzt hier mal so ein paar Teile ein. Vorne haben wir schon eine Base, die interessiert uns aber recht wenig. Wir gehen jetzt hier direkt in die nächste Base rein. Ja, Attacke! Oh, das Schwert ist aber nice.
Das sind die Doppelschwerter, glaube ich, sogar jetzt hier. Bam, bam! Ja. Wollen wir erstmal wechseln. Jetzt das große Schwert nehmen. Och. Ficken. Was soll das? Jetzt aber. Und einer weg. Gib mir her, egal was du getroffen hast. Oh, Angriffsverstärkung. Och, ey. Was soll der Scheiß? Das ist so ein bisschen ärgerlich, dass sie da einen nicht mehr auf dem Boden lassen. Oh, oh, oh. Scheiße. Weg. Weg. Ah. Razon. Können wir noch ein bisschen aufräumen vielleicht noch? Schön, Base gehört mir. Bam. Was hat denn da jetzt bitte schon auf mich geschossen? Kein Plan, ist mir egal. Alles meins. Steigen wir jetzt erstmal wieder auf unseren tollen Elefanten. Und rennen von dannen. Am besten genau dahin, wo nämlich das Katapult herschießt. Das kann ich nämlich auf den Tod nicht leiden, wenn man sowas macht. Krät! Jo! Jo, Buben! Mal kaputt! Mit meinem Killer-Elefanten reite ich euch zu Tode. Ja, einfach stumpf übertrampeln hier. So, klatsch. Wenn ich lustig bin, dann trete ich oder setze ich mich mit dem Elefanten auch gleich nochmal bei euch drauf. Klong. Ja, so schnell kann das gehen. Habe ich mit meinem Terror-Elefanten das Ding auf eingenommen. Wer hat jetzt hier bitte schön das Ding zugemacht? Oh. Schon dumm. Bams. Geh kaputt. Scheiße Elite-Soldat. Kann doch eh nichts. Trotzdem mal wieder hier die Tür aufmachen. Wir raus. Ups. Nächste Base, nächste Base, nächste, nächste, nächste Base. Wo ist die nächste Base? Da ist die nächste Base. Ah, Pilage. Reinzünden, Terror machen. Ah, und das ist eine Defense Base. Wie geht's? Ah, die kriege ich aber auch irgendwie schon weg hier. Tüten, Tüten, oh. Ja, da hat wohl irgendwer gerade eben von denen eine Falle ausgelöst, die irgendeiner von mir aufgestellt hat. Das finde ich natürlich sehr lustig. Ach du Scheiße, nein. Meine Base. Ah.
Einmal das, als nächstes Treasure Base. Und ein bisschen Geld wieder reinholen. Viel zu viel rausgeschmissen in der letzten Zeit. Holt man heute Höhe? Ja, dann halt nicht. Das waren meine Leute. Auch gut. Wo ist die gegnerische Basis eigentlich? Ist das die hier? Sieht sehr stark danach aus. Jo! Gefunden! Rand hier! Don, don! Wow! Bang! Wow, wo war das? Zoom. Schnauze voll. Dann halt so rum. Lightning Speed. Und Poison. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Kann doch alles schieben hier. So. Schnauze halten, aber ganz gewaltig hier. Genau, ich bin mir klar. Ach, das war's schon. Okay, also diese Waffe zusammen mit Lightning Speed ist krank. Ist richtig krank. Behalte ich, gefällt mir. Irgendeine Verletzung haben wir sogar. Finde ich aber doof. Who the fuck ist das? Rekrutieren. Will nicht, dann töten. Tolle Sache. Wir haben jetzt auch gleichzeitig was eingenommen wieder. Bräuchten irgendwie noch eine ordentliche Zweitwaffe. Ich meine, die zwei Schwerter sind zwar ganz nice, haben einen schönen schnellen Attack Speed, aber der Schaden fehlt irgendwie noch. Neue Strategien bekommen. Katapult! Wie, die haben eine Allianz gebildet. Wer ist das? Die wollen alle Allianz haben. Ach komm. Ausnahmsweise können wir sowas ja mal machen. Aber auch nur ausnahmsweise lasse ich mich wirklich dazu herab, mit jemandem eine Allianz zu bilden. Wer war denn das eigentlich? Kein Plan. Um ehrlich zu sein, habe ich überhaupt gar keinen Schimmer, mit wem ich jetzt gerade eben eine Ellie gebildet habe. Invasion werde ich ja gleich sehen. Wenn ich hier. Aha! Ich kann nur noch einen einzigen angreifen. Das heißt, ich habe jetzt mit den allen anderen. Habe ich jetzt irgendwie eine Allianz oder so? Nee, ich glaube, mit denen müsste ich jetzt eine Allianz haben. Bin mir aber nicht ganz sicher. Genau. Die kann ich jetzt auch gar nicht angreifen. Ach, mit denen, das sind die ich vorhin da irgendwas halt genommen habe. Schön. Und die hier kann ich nicht angreifen, weil die hier nämlich auch gerade im Krieg sind. Das heißt, dieses Land greift nämlich da an. Das heißt, ich kann bei weitem nicht angreifen im Moment. Ich kann also nur noch diesen hier angreifen.
Tja, würde ich sagen, mache ich das vor einmal mal. Ist mir scheißegal, ob der Pimmel da verletzt ist. Ich nehme den jetzt einfach mit. Nee. Confirm, angreifen, töten und alles Mögliche. So, Strategeme, was nehme ich mit? Pilage lasse ich drin, Treasure bei Poison Mist lasse ich drin, Lightning Speed, den wollte ich eigentlich auch drin lassen. Dann kann ich den Ambush rausnehmen. Nee, kann ich nicht, ist ein permanentes. Ja. Ich wollte das Katapult mit rein haben. Zumindest mal zum Testen. Ach, egal. Mache ich dann in der nächsten Runde irgendwie. Bums! Ab auf die zwei Schwerter. Wie komme ich da jetzt rein? Wo gibt's denn hier den Eingang? Hallo! Da geht's hoch. Ganz toll, ich renne jetzt hier irgendwie planlos umher. Das ist jetzt peinlich. Vielleicht hätte ich da auch vorhin schon in den Weg hochrennen können. Vielleicht wäre es ja auch besser gewesen, wer weiß. Oh, wie schön. Kann ich hier auch Pilage, Lightning? Nee. Kann hier keine Falle hinstellen, schade. Oh, oh. Nein! Du scheiß Pimmelkopf! Komm her! Rasier dich auseinander! Zack! Kaputt bist du! Da, Ambush! Den setze ich hier einfach mal dahin. Und gucken, ob da irgendwer reinrennt. Das wäre natürlich interessant. Pilage nehme ich schon mal vorab rein. Den setze ich jetzt kurz vor Ende ein. Peng! Aus einem ganz einfachen Grund. Jetzt habe ich nämlich hier die Base eingenommen. Und dafür kriege ich ja diese 5 Bonusgold. Als nächstes renne ich nämlich direkt zum nächsten, welche diese hier ist. Die Aussprache ist natürlich toll. Okay, ist ja auch in Japanisch, will man jetzt auch nichts sagen. Da fliegen die Leute durch die Gegend hier. Rums! Weg mit dir! Also ich muss ehrlich sagen, dieses Schwert, das ist schon krank. Das ist echt krank. Die zweite Base eingenommen. Und ich habe es immer noch an. Das heißt, es sollte jetzt dafür schon einen zweiten Bonus geben. Vielleicht, wenn ich Glück habe, kriege ich sogar noch den dritten. Wäre natürlich geil. Na, schade. Hat aufgehört. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ah, da hinten ist eine Mauer. Oder eher gesagt eine Treppe, da kann ich hochrennen. Das ist gut. Die Leute von uns sind da unten in Trouble. War doof. Hoch geht's. Ha, da ist ein Eingang. Rein und Terror machen. Dann klopfe ich mal ganz dezent hier an. Auf meine eigens höchstpersönliche Art und Weise und hau ja alles kaputt. Bam, bam. Kavums. Meine Base. Jetzt noch eine Treppe hoch. Ich glaube, da müsste gleich die Hauptbasis sein.
Aber vorher nehmen wir das hier. Auch noch. Ein. Der. Ja. Dong. Dritte. Dong. Peng. Gehst du. Hund. Euer Fischer. Endspurt. Ab in die Base. Jawohl, das ist die Main Base. Und ich kann es nicht einnehmen, weil irgendwie die Supply-Linie unterbrochen ist. Warum? Kann doch gar nicht sein. Nein, ich kann mich ja trotzdem so ein bisschen durch die Gegend packen. Tatsache. So ein Scheiß, ich krieg die Base gar nicht. Irgendwas anderes fehlt noch. Elite Kavallerie. Husefuck, kommt denn da jetzt alles auf mich zu? Nein! Yeah! Was machen die alle hier? Oh, ist das voll! Kriegt man ja echt so viel bei so vielen Leuten noch. Geht doch nicht. Müssen wir hier erstmal aufräumen. So, den weg. Töten. Musu-Attacke nochmal hinterher ziehen. Ich weiß zwar nicht, wie viele es waren, aber es waren auf jeden Fall ziemlich viele. Aber nochmal zwei, drei. Da liegt auch noch was rum. Vier. Eine Waffe. Also es müssen jetzt so fünf oder sechs Offiziere gewesen sein, auf einen Schlag, die platt gegangen sind. Stirbst du? Ui, Alter. Pimmelkopf, so, noch einer weg. Möchte sonst noch wer irgendwas abhaben? Auch noch hier diese scheiß Elite-Kavallerie. Nö, sieht gut aus. Das heißt, dann kann man jetzt hier da oben hingehen. Jetzt ist er offen. Lightning Speed. Poison. Jetzt wird's interessant. Jetzt machen wir ein bisschen Randale und hauen hier alle kaputt. Die alten Bimmelköpfe, da ist die Schnauze voll. Mensch, ist ein Arschgeweih. Kann doch nicht sein. Müssen wir ja alles alleine machen. Wer bist du denn eigentlich? So, dich hauen wir erstmal aus dem Leben. Okay, ganz aus dem Leben ist er noch nicht, aber zumindest kurz aus der Base. Jetzt ist er aus dem Leben. Oh, das war der Commander. Oh, nicht schlecht. Tja. So schnell kann es gehen. $920,000, 300 Evil Fame. Ja, insgesamt über 621 an Evil dazugekriegt. Einer von uns ist verletzt, das ist mir aber auch mal wieder total egal. Du willst nicht zu mir, dann bist du tot. So, ganz einfach ist das. Als, wow, kriegen wir noch einen Langspeer als Extrawaffe. Ein neues Land gehört uns. Kann ich mir aber auch noch wirklich überlegen, wie gehe ich strategisch jetzt als nächstes vor? Wir haben nämlich jetzt, ich würde es ja gerne euch so mit den Fingern auf dem Bildschirm zeigen, kann es aber auch schlecht. War Council. Gut, aber da überlege ich mir was Neues. Mal gucken, was wir dann gleich alles Schönes für Schandtaten machen. Ich mache jetzt hier erstmal wieder einen kleinen Schnitt.